Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Heute geht es wieder um Minimalismus und drei Dinge, die du brauchst, wenn du minimalisieren möchtest. Das Wort ist echt ein Zungenbrecher. So paradox das klingt, aber ich habe mir tatsächlich drei Sachen angeschafft. Oder beziehungsweise im Prinzip sind es mehr, weil man muss ja drei mal drei rechnen. Ich habe ja drei Kinder, damit es hier alles ein bisschen entspannter abgeht. Und das allererste, das Lieblingsgerät unserer Kinder mittlerweile oder meiner Kinder, ist unser neues Schreddergerät. Warte, ich zeig's. So, und hier habe ich jetzt so Mappen gekauft, weil ich kann mich einfach nicht von den Bildern meiner Kinder trennen. Die haben so viel hübsche Sachen gemalt. Milo, hol mal ein hübsches Bild raus. Was gibt's denn da Schönes drin? Das ist schön, ja. Oh Gott, da haben wir sogar noch die Ultraschallbilder von Chaimchen und Baby Chaim. Oh je, wie süß. Und das allererste Geburtstagsplakat, das hat meine Mutter gemalt. Und hier so ein schön selbstgefilztes Sitzkissen. Und ein schönes Foto von uns dreien. Da war Little Milo noch gar nicht da. Naja, auf jeden Fall, hier sind 12 Fächer drin. Das heißt, für jedes Fach ein Jahr. Bei Mama. meinem Sohn, der ist jetzt 13 geworden, da ist ein Ordner jetzt voll. Und das ist wirklich eine super tolle Anschaffung, wer wirklich seine Kinderbilder nicht radikal aussortieren möchte. Guck mal, ich kann mir zwei Bänder jonglieren. Milou jongliert. Aber eigentlich wollte ich euch ja den Koffer zeigen. Der Koffer ist nämlich total toll, weil der hat vier Fächerchen. Und da ist ein Haufen Zeug drin. Oben so ein paar Bücherchen, dann ein paar Spielsachen. Die beiden mittleren Fächer, da ist Klamottenzeug drin. Unten sind Schuhe und noch ein paar Spiele drin. Und unterwegs ist das eben total super, weil du kannst ihn einfach hinstellen, hast so eine Art Schrankersatz. Und das ist natürlich super großartig, denn die Kinder brauchen nicht irgendwie vom Koffer rein, raus aus dem Schrank und so weiter und so weiter. Immer stressig, das heißt, sie brauchen es einfach aufmachen, haben ihren ganzen Krempel da. Und schon ist das Ganze irgendwie perfekt organisiert. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die kleine Rundführung, also den Scanner, nicht den Scanner, Quatsch, den, wie heißt das Ding? Den Schredder. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Die Die Schreddermaschine. Schreddermaschine. Die Schreddermaschine. Was machen wir mit der? Die schenken wir Oma, weil Oma mag Zeug. Bis wir hier alles geschreddert haben. Also ich habe wirklich meine ganzen Dokumente, ganz viele Fotos, alte Papiere, was weiß ich, Erinnerungen, Bilder habe ich ganz viel damit geschreddert. Auch meine CDs habe ich damit geschreddert. Das ist fantastisch, weil das fliegt alles weg und ich habe es alles digitalisiert. Und die Koffer sind fantastisch. Da hat jedes Kind einen Koffer bekommen. Und von diesen Ordnern habe ich auch für jedes Kind einen. Und mein Sohn, der bekommt jetzt noch ein zweites, weil er ja schon. Was ist das? Kristall. Wow, ein Kristall. Der Kristall kommt natürlich auch mit, ne? Ach ja, genau. Wir wissen, wo es hingeht. Aber dazu in einem anderen Video. Wenn euch mein Video gefallen hat oder unser Video euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Und schreibt gerne eure Kommentare, wie ihr das so macht mit Minimalisieren und Co. unten in die Kommentare. Und bis bald. Ich werde euch bald schreiben, wo es hingeht. Ich muss jetzt erstmal alles noch ein bisschen vorbereiten. Und dann geht es los. Wir sind schon ganz aufgeregt. In 5 Wochen wissen wir, oder in 5 Wochen geht es los. Und nächste Woche machen wir ein Video, wo es hingeht, warum es dorthin geht und wie lange wir dort bleiben werden, oder? Machen wir das? Ja? Machen wir Bye-bye, Milo. Bye-bye. Tschüss.